Die Tötung hunderter Delfine bei einer Jagd auf den Färöer Inseln sorgt weltweit bei Tierschützern für Empörung. Einheimische Fischer und Jäger hatten binnen eines Tages mehr als 1400 Delfine in einen Fjord getrieben und anschließend getötet. Die autonome Regierung der zu Dänemark gehörenden Insel verteidigte die Treibjagd. Sie spricht von einer traditionellen Jagdpraxis, die gut organisiert und vollkommen reguliert sei. Allerdings werden normalerweise Grindwale gejagt und nicht so viele Delfine getötet. Die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd spricht von einer barbarischen Praxis.